Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie merken, es ist schon ein Bruch im Format. Normalerweise steht hier eine Person und spricht über ihr Scheitern. Ich darf Ihnen einen Mann vorstellen, der, als er vor ungefähr 10 Jahren den Verlag Walde und Graf gegründet hat, mich unglaublich beeindruckt hat. Ich habe damals gedacht, das sind die tollsten Bücher, die ich je gesehen habe. Das wird in 10 Jahren die größte Erfolgsgeschichte der Gegenwartspublikationsbranche sein. Die Geschichte könnte Peter Graf Ihnen wahrscheinlich allein erzählen. Warum macht er das nicht? Ich bin im Nachdenken darüber auf einen schönen Satz gestoßen, der lautet: Mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht. Als Peter mich dazu eingeladen hat, mit ihm über das Projekt zu sprechen, den Verlag Walde und Graf, der dann geführt hat zu dem Verlag Metrodit, wo ich dachte, das sind die gegenwärtigsten Bücher, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und wir sehen jetzt hier ein paar, lassen die so ein bisschen oben durchlaufen. Titel aus allen möglichen Genres, ein Pulp Fiction, ein Pulp Krimi, Sie haben gerade gesehen, 20 Jahre Rolling Stone, Bücher, von denen man gedacht hätte, ein Buch über eine Gruppe von Menschen, die Industriesabotage begehen, um die Zerstörung der Umwelt zu verhindern. Und nicht nur diese fantastische Geschichte, sondern auch, dass Peter Graf entdeckt hat, dass diese Geschichte bei ihrem Erscheinen von dem Kultillustrator Robert Crumb illustriert worden ist. All das Bücher, Tarzan, die Original-Tarzan-Bücher sozusagen, einer der großen Stoffe des 20. Jahrhunderts. Ein unfassbar tolles Buch, Mann, der ein privates Archiv geführt hat, quasi ein Privatmuseum angelegt hat. Und das Irre dabei ist, der war ein Nachbar von Helmut Kohl. Eine Neuentdeckung, eine Wiederentdeckung von einem Menschen, der die Nachkriegszeit, der die Stunde Null in Deutschland aus nächster Perspektive erlebt hat. Und das ist absolut unglaublich, dieses Buch, der packende Bericht über eine Gruppe von jugendlichen Obdachlosen am Ende der 20er Jahre. Das Buch ist so fantastisch gut, dass HBO, die Macher von Mad Men, angefragt haben, nach den Rechten auf der Basis dieses Stoffes eine Fernsehserie zu produzieren. Und das ist ein Buch, was jeder Architektenfreund von mir in Berlin besitzt, die Kunst, einen Bleistift zu sprechen. Ein Buch zwischen Kunst und Wahnsinn. Ein wunderbarer Comic. Eine Formulierung, ein Buch, dessen Titel mittlerweile in politischen Diskursen zu Hause gefunden hat. Analog ist das neue Bio. So, jetzt stellen Sie sich vor, wie kann ein Verlag, der solche Bücher publiziert, scheitern? Deine Geschichte. Meine Geschichte, ja. Walde und Graf, Sie sehen, je nachdem, wo Sie herkommen, einen Kosmonauten oder Astronauten. Das ist das Signet des Verlages, den ich mit einer sehr lieben Kollegin, ehemaligen Kollegin 2009 in Zürich gegründet habe, wo ich damals gelebt habe. Und unsere Idee war, nach ganz vielen Jahren, wo wir in anderen Verlagen gearbeitet haben, ich als Lektor, sie eher im Vertrieb und im Marketing, lass uns selber Bücher machen, und zwar die Bücher, die wir wirklich machen wollen. Das war
unsere Idee, eben konnte man ein paar dieser Titel sehen. Das war vom Gedanken her relativ kompromisslos, also jetzt nicht zu schauen, wie funktioniert der Markt, was ist jetzt sozusagen am sinnvollsten ökonomisch gesehen, in welchem Preissegment werden diese Bücher verkauft, sondern wir wollen das Buch feiern als physisches Objekt. Es soll Illustrationen geben, es soll schön gestaltet sein, es sollen tolle Inhalte sein. Und das ist unser Programm. Wir machen einfach nur Bücher, die wir machen wollen. Und wir haben vielleicht 2,5, 3 Jahre, es gab einen Investor, der uns unterstützt hat. Und in diesen 2,5 oder 3 Jahren sind wir entweder selber erfolgreich im Sinne, diese Bücher verkaufen sich auch schon so gut, dass sie einfach am Markt funktionieren. Oder die zweite Chance ist, wir sind so attraktiv, dass uns jemand heiraten will. Also sprich, es gibt einen großen Verlag, der das, was wir machen, so interessant findet, dass er uns übernimmt. Warte, eine kurze Frage, damit die Frage gleich nicht aus dem Publikum kommen muss. Wie viel hatte denn der Investor investiert für die 3 Jahre? Wir haben ungefähr 12 Bücher gemacht, wenn man so im Jahr, wenn man einen Verlag aufbaut, die Distribution, die Marke und all diese Dinge, dann hat man vielleicht Investitionen von vielleicht 40.000, 50.000 Euro. Und dann gibt es Produktionskosten für jedes einzelne Buch. Das sind mal Rechte, Autorenrechte, Übersetzungsrechte, Illustratoren, die man bezahlt, Gestalter, die man bezahlt. Das heißt, diese Bücher kosten, damit sie in einer Auflage von vielleicht 3.000 bis 5.000 Exemplaren erscheinen, als Erstauflage zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Für ein Titel? Für einen Titel. Und dieses Geld muss dann dieses Buch im Prinzip an der Ladenkasse wieder einspielen. Das ist, vielleicht geht das jetzt ein bisschen weiter, aber die Rechnung ist relativ einfach. Wenn ein Buch 20 Euro kostet, muss man 7% Mehrwertsteuer abziehen. Es gibt einen reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und dann geht die Hälfte an den Buchhandel und die Hälfte geht an den Verlag, grob gerechnet. Und in diesen 10 Euro oder 9,40 Euro, die dem Verlag bleiben, sind aber alle Kosten drin. Das heißt, wenn man ein Buch, das 20.000 Euro gekostet hat, bei Null in die Gewinnzone fahren will, muss man halt 2.000 oder 3.000 Bücher, je nachdem, wie denn verkaufen. Also es ist relativ schwer, im Buchhandel mit Büchern schnell viel Geld zu verdienen. Das ist fast unmöglich. Aber das andere ist, es gibt anders als in anderen Branchen, wo die Margen klar sind, es gibt immer sozusagen den Erfolg, der sehr groß sein kann. Also dieses Buch, die Blutsbrüder, war zum Beispiel ein sehr, sehr großer Erfolg. Ein Buch, das im Prinzip sehr wenig Geld gekostet hat, das ist ein alter Stoff, den haben wir wiederentdeckt. Wir mussten keine Rechte bezahlen, wir mussten den nur richtig verpacken und auf den Weg bringen. Und dieses Buch hat sich bis heute vielleicht 45.000 Mal verkauft. Das wurde in 13 Sprachen übersetzt, es wird verfilmt. Es gab ein Theaterstück, es gab Hörspiele und so weiter. Und dann hat man auf einmal einen Erfolg, der sehr, sehr groß ist. Aber die Geschichte geht ja eigentlich in dem Sinne dumm gelaufen, klug sprechen. Also es geht ja auch ums Scheitern. Dieser Verlag, den wir da gemacht haben, war tatsächlich relativ erfolgreich. Wir waren so attraktiv, dass uns ein großer Verlag, das war die Aufbauverlagsgruppe in Berlin, haben wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, das verbessert unsere Chancen. Wir haben einen größeren Vertrieb, wir haben andere Strukturen. Wir machen das. Und dann bin ich mit dem Verlag von Zürich nach Berlin gegangen und habe da erst Walde und Graf bei Metrolit, so hieß die Verlagsneugründung, gemacht und hinterher dann den Verlag gegründet. Und dann? Und dann.
waren wir eigentlich... Jetzt steht ihr auf dem Gipfel, jetzt seid ihr verheiratet, jetzt habt ihr Kapital, jetzt habt ihr einen Vertrieb, Aufbau, traditionell großer Vertrieb. Das heißt, die Bücher, die man hergestellt hat, liegen auch mit großer Wahrscheinlichkeit in den Buchhandlungen. Jetzt sind wir oben. Und dann? Und dann ist die Erkenntnis aus diesem ganzen Prozess, wir waren auch da relativ erfolgreich. Wir haben eine neue Marke gegründet, der Spiegel hat geschrieben, es ist die wichtigste Gründung seit langem und so weiter und so fort. In der Außendarstellung war dieser Verlag wirklich sehr erfolgreich. Und die Zahlen stimmen aber natürlich über das gesamte Programm gesehen in so kurzer Zeit noch nicht. Da braucht man einen gewissen Atem. Was aber viel wesentlicher ist bei sowas, da gab es einen Investor, da gab es einen bestehenden Verlag und da gab es meine kleine Einheit, mein Verlag, der meine Herzensangelegenheit war. Und ich bin nur mit der Idee da reingegangen, ich weiß zwar, was die ungefähr vorhaben, aber ich weiß vor allen Dingen, was ich vorhabe. Und ich habe mir viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, was denkt denn der andere, was sind seine Ziele, was sind seine Vorstellungen davon, wo dieser Verlag sozusagen in welcher Zeit sein muss. Und ich habe einfach Programm mir ausgedacht, ich habe gewusst, wie dieser Markt halt funktioniert und in welcher Geschwindigkeit kann man Programm machen und das sozusagen mittelfristig entwickeln, dass das im Buchhandel funktioniert, dass die Medien positiv darüber berichten, dass einzelne Bücher Erfolg haben. Aber die Idee, die auf der anderen Seite da war, die war eigentlich eine etwas andere. Die haben sich eigentlich gewünscht, dass das ein Verlag ist, der sehr schnell relativ viel Geld verdient, damit das Volumen des Gesamtunternehmens steigt. Und damit eigentlich der Marktplatz, den man vorher eingenommen hat als schon mittelgroßer deutscher Verlag, noch etwas attraktiver sozusagen durch unsere Neugründung wurde, dass wir ein junges, anderes Publikum dem etablierten Aufbaupublikum zur Seite stellen. Und das waren einfach zwei Annahmen, die sozusagen in der Zeit, die wir letztendlich hatten, nicht so richtig zusammengehen. Und deshalb sind wir sind gestartet mit der Idee, wir machen an die 40 Bücher im Jahr zu popkulturellen Titeln, wie ihr die eben gesehen habt. Das ist viel, es gibt kaum eine Verlagsgründung, die so groß an den Start gehen. Und nach einem Jahr war dann aber schon die Ansage, huch, das kostet doch sehr viel Geld, wir sollten vielleicht nur die Hälfte machen. Dann ist aber natürlich viel von dem, was man konzeptionell geplant hat, man muss immer über ein, zwei Jahre, über drei, vier Programme denken, ist dann erstmal über den Haufen geworfen. Man hat Bücher für sehr viel mehr Programmplätze eingekauft. Jetzt muss man aber mit sehr viel weniger Büchern Umsatz machen. Aber man ist verpflichtet, die irgendwie da unterzubringen und so. Führt das einfach dazu, dass man in so eine Schlaufe kommt, die relativ ungesund ist. Und nach noch einem Jahr war es dann eigentlich schon so, dass der Investor gesagt hat, der Hauptinvestor, ich war durch Waldorf Mitinhaber dieses neuen Verlags, aber mit 10%. Und auf meiner Seite war das Kreative und mit meinem Team sozusagen der Inhalt und auf der anderen Seite war die Investition und das ging halt irgendwie nicht mehr zusammen. Und dann hat der Investor halt gesagt, naja, es läuft nicht mehr so, wir müssen das noch kleiner denken. Und dann war der Punkt sozusagen für mich auch oder für uns, okay, dann lassen wir es. Dann haben wir gesagt, wir finden jetzt eine Möglichkeit, irgendwie sauber aus der Sache rauszukommen. Ich habe meine Markenrechte mir zurückgeholt und der Verlag hat sozusagen die Produktion der Titel eingestellt und dann stand ich vor der Frage, wie geht es für mich weiter und die anderen waren sozusagen befreit von dem auch ökonomischen Druck, der auf dieser Neugründung lag und sie haben sich wieder auf ihre Kernmarken konzentriert.
Damit war das, was du gesagt hast, die wichtigste Verlagsneugründung seit langem. Der Spiegel das genannt hat, das war vorbei. So. Du bist trotzdem beim Verlegen geblieben, hast wieder Waldo und Graf gemacht, hast einen neuen Verlag mitgegründet mit dem schönen Titel Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Was hast du bei dieser Verlagsgründung von dem, was du gelernt hast, aus dieser Erfahrung eingebracht, als konsequent umgesetzt? Also meine Erfahrung oder das Wichtigste, was ich aus diesem Prozess gelernt habe, ist eigentlich, dass man sich nicht, weil man glaubt, das ist eine ganz gute Möglichkeit, die man hat, darf man sich trotzdem nicht irgendwie selbst belügen oder verbiegen. Ich habe immer mein ganzes berufliches Leben auch, ich wollte immer, oder ab einem frühen Zeitpunkt wusste ich, ich will Bücher machen, ich will Inhalte mit anderen zusammen konzipieren, ich will das ganze physische Buch denken, das soll schön gestaltet sein und so weiter. Und ich kann das aber nur in einer kleinen Gruppe auf Augenhöhe und ich muss das mit den Leuten um mich herum selber denken, meine eigenen Fehler machen, selber die Strukturen suchen. Und ich habe in dem Moment irgendwie gedacht, okay, ich funktioniere auch in größeren Einheiten. Ja. Ich habe nie gut und gerne angestellt gearbeitet, das habe ich ganz selten gemacht. Ich habe immer meine eigenen Sachen gemacht. Und ich habe das, muss ich sagen, so ein bisschen unterschätzt. Und in dem Moment, wo ich jetzt wieder vor die Frage gestellt wurde, was mache ich denn jetzt? Ich bin kein wohlhabender Mensch, deswegen war es für mich damals wichtig, einen Investor zu haben, jemand, der sozusagen mit Kapital kommt. Und ich habe mit meinen Leuten die Idee und ich wusste jetzt, das will ich auf keinen Fall mehr. Ich möchte irgendwie Geist und Geld zusammenbringen. Ich will kein fremdes Geld, sondern ich gründe jetzt einen Verlag oder formiere diesen Verlag Waldo und Graf in der Weise um, dass ich kein Geld brauche. Und wie geht das? Das geht natürlich nicht, indem ich sozusagen Bücher mache, die sich alle an der Ladenkasse verkaufe, sondern ich überlege mir, wer braucht Bücher? Und da suche ich mir Partner und ich mache nebenbei mein eigenes Programm. Das ist das Konzept, was Waldo Graf jetzt verfolgt. Also wir machen zum Beispiel als Verlag und Agentur literarische Editionen für die Süddeutsche Zeitung, für andere Verlage, Projekte, die suchen wir, die schlagen wir vor, wir liefern fertige Bücher, wir verdienen Geld mit dem Büchermachen und schaffen Inhalte da, wo die Inhalte gesucht werden und wir machen unser kleines eigenes Programm, das sich dadurch finanziert, dass wir da unser Geld verdienen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, aber es ist eine andere Art, Programm zu machen. Wenn ich mir die Bücher, die ich jetzt im eigenen Verlag bei Waldo und Graf habe, anschaue, dann funktionieren die nicht mehr als programmatische Einheit, sondern es sind schöne Einzelbücher. Und ich hatte einfach die Sehnsucht, ganz schnell jetzt wieder Bücher zu machen, die im Programm sind, die einfach toll sind. Und da kommt Thomas ins Spiel, deshalb sitzen wir hier zusammen. Wir haben dann gedacht, wir wollen ein Standbein und wir wollen ein Spielbein. Das Spielbein ist der Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Das sind 5 Leute, die alle aus der Buchbranche kommen, da ihr Geld verdienen. Und wir haben zusammen einfach die Idee, jetzt im Kleinen ein Programm von 4 bis Büchern im Halbjahr zu machen, das völlig kompromisslos ist. Die Bücher sind genauso, wie wir sie haben wollen. Es sind alte Themen, alte Texte, die wir entdecken mit einem Gegenwartsbezug. Es sind wahnsinnig schön gemachte Bücher, aber wir müssen nicht davon leben. Das heißt, wir tun uns zusammen, wir machen gemeinsam Programm. Wir sind wie gute Freunde, die irgendwas aushacken und das macht halt einfach einen Riesenspaß. Und das ist tatsächlich meine Erkenntnis, nicht verbiegen, sondern einfach das weitermachen, was einem wichtig ist, aber eben nicht blind, sondern dann zu schauen, wo ist die Struktur, wo sind die Bedingungen so, dass ich das machen kann, was ich machen will. Und das machen wir jetzt halt einfach gemeinsam. Erstmal danke für das Beispiel.